Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Callisto Protocol. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, wir befinden uns unterirdisch auf dem Weg nach Arkas, der ursprünglichen Kolonie hier auf Callisto, haben zuletzt dank dieses Symbols den zweiten Geheimraum gefunden. Ja, und sollen nun den Strom wieder anstellen. Und wir sind jetzt hier in diesem Gelände, sage ich jetzt mal. Und hier liegt noch etwas. Gesundheitsgel und etwas Geld. Haben wir das nicht beim letzten Mal schon aufgehoben? Wir haben auf jeden Fall nochmal ein Reforge. Da können wir nochmal ein bisschen im Inventar aufräumen. Zum Beispiel diese Skunk-Flinten-Munition können wir jetzt langsam mal loswerden wieder. Und vor allen Dingen den CPU-Drucker, der ja 1000 Credits wert ist. So, sollen wir uns noch ein bisschen Aufstands... Moment, vielleicht können wir uns auch noch mal eine andere Aufwertung leisten. Na, das ist alles zu teuer. Die Wiederaufladerate verbessern. Weiß ich nicht. Das darüber können wir uns eh nicht leisten. Und das hier auch nicht. Ach Leute, ich kaufe mir ein bisschen... Ja, komm, wir sparen das Geld. Mal gucken, wofür wir es noch brauchen. So, ich muss noch mal reinschauen. Was finden wir hier noch an Datenbios? Also ein Audioprotokoll dürften wir auf jeden Fall noch finden. Vielleicht auch noch ein zweites von Yannick Sage. Wobei, das könnte auch in einem späteren Kapitel passieren, wie wir schon begriffen haben. Kann auch sein, dass wir noch ein ganz neues Datenbio finden. Wobei, glaube ich eher nicht, weil wir keine weiteren gesuchten Personen mehr haben. Wobei, ich glaube, Danny Nakamura wurde auch erstmal nicht angezeigt. Naja, okay. Zwei Audiologs fehlen uns auch noch zu Duncan Cole. Na gut, wir schalten jetzt erstmal hier den Strom wieder ein. Sieht aus, als wären drei Sicherungsschalter an den Generator angebunden. Ah, das heißt, wir müssen jetzt da raus und die Sicherungen einschalten. Okay. Und wir haben hier noch eine verschlossene Tür. Müsste es ja hier noch irgendwie einen geheimen Zugang geben, oder? Dass sie die von der anderen Seite öffnen. Na, vielleicht finden wir den ja von hier. Also ich nehme an, dass hier draußen wieder die Blinden rumschleichen. Die blind schleichen. Ja, hier haben wir schon mal. Eine habe ich. Oh Leute, das ist laut. Das lockt die doch an. Wusste ich's doch. Mein Stiefel. Oh, da unten sind sie wieder unterwegs. Da unten ist auch der zweite Schalter.
Oh, das sind sogar vier. Ich habe eben nur drei gezählt. Das könnte zu nah gewesen sein. Das könnte zu nah gewesen sein. Nein, war es aber nicht. Gut. Na gut, dass ich keine Munition gekauft habe. Mein Akkusatz. Oh, da war der Schalter, aber... Oh, Leute. Komm mal runter. Nochmal Credits. Geht die Tür auf, wenn wir die mit Strom versorgen? Fehlt noch eine. Ja, die geht auf. Sehr schön. Gar keine neuen Gegner hier am Start. Wahrscheinlich erst in dem Bereich. Ja, da kommen da schon daher getorkelt. Und wieder so viele. Verzeiht mir nicht das. Wow, das war heftig, Leute. Das war heftig. Da war mir eine Spur zu nah. Ich will auf den hier treten. Was war das? Und wir müssen noch ein Datenbio finden. Dann müssen wir wohl hier hoch, hm? Der Pfeil sagt jedenfalls ja. Scheint ja dann der dritte und letzte Schalter zu sein. Der Strom ist an. Jetzt zurück zum Bahnsteig. So, das hat auf jeden Fall gerade nochmal einen Erfolg gebracht. Licht an. Ja.
ist denn hier jetzt zu? Ich wollte zu der Hauptkonsole zurück, um mir den Geheimgang angucken. Ja, ich kann dich hören. Ich komme jetzt zur Kolonie. Ich melde mich, wenn ich da bin. Muss jetzt leise sein. Sei vorsichtig. Bis gleich. Moment, hier kommen wir doch wieder in die Stromstation, oder? Ach, hier ist jetzt auch zu. Was soll denn das? Ich hoffe, wir haben jetzt nicht das Datenbio verpasst. Oder die Datenbio. Ich sage immer das Datenbio, weil ich an BIOS denke. Das sind ja Bio von Biografien. Da war schon wieder so ein blinden Schleicher. Ah, das habe ich jetzt auch fies gemacht hier. Mit dem Licht. Da sehe ich einen, hier sind zwei. Haha! Oh, Leute, Leute, Leute. Wo kam der denn jetzt her? Wollt ihr euch nicht mal trennen? Seid ihr so gute Freunde? Das war zu nah. Nein, doch nicht. Ich finde es ein bisschen unlogisch, dass sie nicht hören, dass sie die anderen hier angreifen. Ach, das ist gar keiner von denen. Sie treten wie schon unschuldige Leichen. Den haben wir noch nicht getreten. Das ist der Bereich, wo wir am Anfang waren, oder? Das Problem ist, dass die letzte Aufnahme jetzt schon wieder ein bisschen zurückliegt. Ich glaube fast ja. Ja, genau. Wo wir hier den Durchgang hatten, aber auch oben lang konnten. Richtig.
Transportzentrum. Ja, genau, hier waren wir ja am Anfang auch. Wir hier nicht irgendwo noch ein Reforge? Irgendwo war hier doch in der Nähe ein Reforge. Ich glaube tatsächlich nicht, ne? Nee. Hier sind wir ja ganz am Anfang hergekommen. Ich glaube, wir hatten hier irgendwas, was verschlossen war. Zugriffskreuzung, war es nicht sogar die Zugriffskreuzung? Ich blick nicht mehr durch, Leute. Man sollte keine zu langen Pausen einlegen bei solch einem Spiel. Zumindest nicht, wenn man sich mitten in einem Level befindet. Nee, von da kamen wir jetzt, Stromtunnel. Ah, Moment, einfach mal der Leitung folgen, ne? Transportplattform, ja, ich glaube, die war zu. Auch noch einer. Sieht richtig aus. Zu knapp. Können wir ihn wenigstens noch. Nein, natürlich nicht. Und das nur, weil ich nach Munition gucken wollte. Was haben wir jetzt davon? Okay. Wieso war ich überhaupt auf der Pistole? Ich bin, glaube ich, eben auf die Schnelltaste fürs Waffenwechseln gekommen. Wir haben eine Schnelltaste dafür. Ah, wahrscheinlich. Moment. Da muss ich jetzt mal schauen. Ja. Die können wir tatsächlich schnell wechseln. Weil das zwei verschiedene Griffe sind. Hier wechseln wir den Aufsatz. Da ist ein Schnellwechsel nicht möglich. Und deswegen können wir auch Austauschen anwählen, damit wir das nach oben legen, würde ich jetzt mal behaupten. So würde es für mich zumindest Sinn ergeben. So, wir haben hier auf jeden Fall noch einen Reforge, bevor wir weitergehen. Die UJC steht dir zur Seite. Verkaufen auf jeden Fall die Skunk-Flinten-Munition. So, Aufstandsflinten-Munition. Davon hätte ich gerne mehr. Muss ich ehrlich sagen.
Sollen wir das auch verkaufen? Ja, verkaufen wir. Weg damit. So, die hebe ich auf. Wir haben... Ja, wir könnten uns jetzt tatsächlich was leisten. Aber ich glaube, ich versorge mich lieber mit Munition für die Aufstandflinte. Die unbefugte Verwendung dieses Drucks wird in Ihrer Arbeitsakte verlangt. Was für eine Arbeitsakte? So, ich würde mal sagen... Das Druck abgeschlossen ist. 4 oder 5 Einheiten. Druck vor Verwendung überprüfen. Abgeschlossen. Obwohl, es eigentlich Quatsch, oder? Wenn wir hier gerade nur gegen die Blinden kämpfen, brauchen wir dabei so viel Munition? Naja, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Okay. Gehen wir mal weiter. Lass dich mit der Plattform nach Arcus transportieren. Ich dachte, wir sind schon in Arcus. Ach, das ist die Plattform, wo wir die ganzen verschlossenen Truhen hatten, die jetzt alle offen sind. Und wir sollen mit der Plattform nach unten oder nach oben, nach unten. Da kriegen wir doch bestimmt Besuch. Wenn wir hier so viel haben, dann war es vielleicht doch nicht eine schlechte Idee, sich Munition zu holen. Was haben wir denn nochmal? Gesundheitsinjektor, Akkuzusätze, Aufsätze, nicht Zusätze. Akkusätze, nicht Aufsätze und nicht Zusätze. Munition für den Revolver. Nochmal Munition für den Revolver. Okay, Leute. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Abfahrt Richtung Frachtumschlagzentrum. Es geht los. Nächster Halt, Arcus Station. Na, wo? Da. Das sind auch noch Mutierte. Gesundheitsskill, sehr schön. Ach, mutieren ja direkt. Gar nicht so schlau, die alle in die Fallen zu schmeißen, ne? Dann verlieren wir ja nichts. Der ist runtergefallen. Oh,
Keine Skunk-Munition. Haben wir hier nicht noch Aufstandsmunition? Die Bedienenden müssen jederzeit Schutzkleidung tragen. Schall mich mal, wer weiß, was sonst noch kommt. Sag mal, wie tief geht der Kram hier? Ach, Kacke. Ach, du Heiliger. Nein. Was macht er? Ah, shit. Ach du dickes Ei, ach du dickes Ei. Ach du Heiliger. Das finde ich echt übel. Auch nicht gut designt für einen Kampf. Oder mache ich irgendwas falsch und ich verstehe irgendwas nicht und... Packen können wir ihn ja nicht mit der Grip. Dafür ist er zu groß. Stirb doch endlich. Ja, ja, ja. Oh, was für ein Mist. Erreichen den Zielbahnhof. Oh Gott, das war auch ein Erfolg wert. Ich habe noch nicht gesehen, wir wie der jetzt ist. Arcus Station. Wow. War das ein Mistvieh. War das ein Mistvieh. Okay. Hä? Wieso waren der Koffer jetzt wieder zu? Wahrscheinlich wegen dem vielen Neuladen, hä? Aber wir hatten hier definitiv noch Gegenstände drin, also... Da ist irgendwas beim Quicksave-Speicherstand falsch gegangen. Ich muss aber auch sagen, dass... das hier geschnitten habe, weil mein Spiel tatsächlich abgestürzt ist und ich jetzt den erfolgreichen Kampf gegen ihn aufgenommen habe und irgendwie war meine Munition da weg und ganz komische Sache.
Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben es überlebt. Dieses alte Mistvieh. Was für ein ätzender Kampf. So, was haben wir denn hier? Wir haben noch ein Audioprotokoll von Arden Jeddah. Das schauen wir uns jetzt mal an. Arden Jeddah. ID UJC. Da ist auch irgendwas im Argen hier. Die Datei scheint beschädigt zu sein. Arden Jeddah, 1,77 groß, 70 Kilogramm schwer. Offizielle Beschwerde von Alex Schießmichtot. Supervisor Jeddah gibt die besten Schichten. Ich bin 3 Jahre länger in der Arkes-Kolonie. Alle meine Quoten. Und dann kommt so ein frischer für uns übrig. Nichts für uns übrig. Signifikanter Zerfall im Mark I-Implantat entdeckt. Das merkt man. So, Geburtsdatum 2. irgendwas 2194. Geburtsort Helix Station. Beruf Minensupervisor. Und wir haben hier das Audioprotokoll Arkas Evakuierung. Erika, bist du da? Wenn du die UJC eingreifst, komm mit ihm. Lauf weg, so schnell du kannst. Bei allem, was heilig ist. Ich bin auf der Plattform. Okay. Ich glaube, hier ist auch Kapitelende. Ja. Okay, wir betreten... Ich hab's geschafft. Super. Wo bist du? Eine Art Wartungstunnel. Ich bin auf der anderen Seite. Geh einfach weiter. Du bist fast in der Kolonie. Sehr gut. Damit machen wir dann im nächsten Video weiter. Nach diesem ätzenden Kampf. Mann, Mann, Mann. Und wie gesagt, irgendwas ist da falsch gelaufen. Mit unserem Inventar, mit den Boxen, die da stehen, auf einmal nach dem Absturz und dem Schnellladen, war mein Magazin zu Beginn des Kampfes leer? Keine Ahnung. Wie gesagt, um euch hier die Länge des Videos zu ersparen, ich glaube, ich habe 15, 20 Tode hier erlebt und die Sequenz hat sich auch ziemlich schnell wiederholt. Eigentlich gab es nur 3 verschiedene Todessequenzen bei dem Kampf, die ich jetzt gesehen habe. Ja, um das Let's Play nicht unnötig in die Länge zu ziehen, habe ich natürlich den erfolgreichen Kampf reingenommen. Und wie gesagt, es ist eh irgendwann beim Laden abgeschmiert und danach stimmte vorn und hinten mein Inventar nicht mehr. Naja, okay, schauen wir mal, ob wir sonst noch irgendwelche Änderungen haben, Änderungen sehen, was unsere Speicherdatei betrifft. Zumindest haben wir das Kapitel erledigt. So wie es scheint, haben wir auch die ganzen Datenbios noch im Inventar. Das heißt, das ist schon mal wichtig. Upgrades muss ich nochmal checken. Das können wir eigentlich direkt mal machen. Ob alle Upgrades da sind. Magazin, Stabilitätsupdates, Magnum Schadensupdate, Magazin Update. Das hier ist, glaube ich, die letzte, die nochmal den Schaden erhöht. Ja. Hier hatten wir ja alles. Okay, hier haben wir gar nichts investiert. Genau, hier fehlte die letzte Ausbaustufe. Und hier fehlten 4. Genau. Also hier scheint auch alles da zu sein. Okay. Ja, nur noch 2 Schuss für die Aufstandsflinte. Pistolenmunition haben wir zu Genüge. Na egal. Wie gesagt, wir machen im nächsten Video dann weiter hier mit Kapitel 7. Dürfte es jetzt sein, Kolonie. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu The Callisto Protocol wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.